Ich war dann mein Volontariat verkürzt, um mich in die, wurde dann übernommen in die Zentrale, in die Reporterredaktion, und war nach einem halben Jahr kommissarischer Ressortleiter, weil die drei Leute, die vor mir waren, plötzlich alle kündigten. Und dann habe ich das ein Jahr kommissarisch gemacht. Und ja, nach einem Jahr sagte dann der Chefredakteur, Sie bräuchten einen älteren, erfahrenen Kollegen. Haben sich sehr bedankt, dass ich das in der Zwischenzeit gemacht hatte. Und ich war einfach, ja, ich war ein bisschen frustriert, würde man heute sagen. Und habe mich abzuerkennen, habe mich umgehört nach was anderem. Und ich hatte einen Kontakt bei Münster oder in einem Stadtteil von Münster, Hiltrup, ist die Polizeiführungsakademie. Die habe ich betreut für die Westfälischen Nachrichten und habe dort wahnsinnig viele Polizisten, hauptsächlich Kriminalpolizisten, kennengelernt, vom BKA, vom LKA und so. Und ein Hauptkommissar, der sozusagen im Ehrenamt bei der Gewerkschaft der Polizei tätig war und dort später auch Vorsitzender wurde, der suchte einen Pressesprecher und sagte, willst du das machen? Und ich dachte, ja, habe kurz überlegt und habe es gemacht. War auch eine spannende Zeit. Es war so, gab eine relativ enge Verzahnung der Gewerkschaften mit den politischen Parteien. Also die GdP war damals noch nicht im DGB, die war damals so 60, 70% SPD dominiert, aber auch CDU-Leute. Und mit dem Wissen mit der Zustimmung der CDU-Leute durfte ich dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr, wurde ich sozusagen im Nebenberuf Bundestagsassistent des GdP-Geschäftsführers, der Bundestagsabgeordneter war, im Innenausschuss, Obmann der SPD für innere Sicherheit. Und da war ich also als Gewerkschafter damit befasst und eben auch politisch durch den Abgeordneten, das war der Heinz Penzky, und hatte dadurch, naja, sagen wir mal, ich habe sehr viele Kontakte da bekommen, ich hatte Zugang zu Informationen, die normalen Journalisten nicht zugänglich waren zu der Zeit. Und bin seitdem, muss ich auch sagen, auch durch die Zusammenarbeit über die Bundestagsschiene immer noch ein wenig befreundet mit Horst Herold, dem damaligen BKA-Präsidenten.